Howdy Partner, Alex hier. Zeit für mehr Alex Ventures. So, ich habe die Regeln in Fisherman's Horizon entsprechend geändert, wie ich wollte, auch wenn die Sudden Death Regel noch drin ist, weil ich dachte, die ist auch nicht so problematisch wie manch andere Regeln. Was die bewirkt ist, dass wenn ein Spiel normalerweise auf Unentschieden enden würde, wird es dann mit den Karten, wie sie bereits gedreht wurden, weitergeführt, bis einer verliert und einer gewinnt. Ja, so simpel. Ich hatte jetzt nicht Bock, wieder tausendmal zu resetten, bis das weitergeht. Von daher dachte ich mir, nee. Machen wir es lieber so. Die andere Regel ist weg. Ich glaube, das war Elemental oder so, was auch nicht so dramatisch ist, aber es kann reichen. So. Na dann, jetzt sind wir hier bei Oberst Carway und es kann weitergehen. Das hier ist die Villa von Oberst Carway, aber so einfach darf ich sie nicht durchlassen. Er muss wissen, dass wir kommen. Wir sind darüber informiert, aber Oberst Carway möchte sie zuvor auf die Probe stellen. Er will uns wohl auf den Arm nehmen. Probe? Was sollen wir denn tun? Nordöstlich von der Stadt ist das Grab des unbekannten Königs. Sie müssen zuerst dorthin gehen. Eine einfache Aufgabe. Wenn sie dort sind, müssen sie eine Nummer ausfindig machen. Eine Nummer? Wir sind so weit gereist und er fängt mit einer komischen Nummer an. Er unterschätzt und zieht vollkommen. Es kommen jeden Tag so viele Schüler, um den Oberst zu sehen. Gestern kam jemand vom Gabardia Garden. Aus dem Grab des unbekannten Königs ist er noch nicht zurückgekehrt. Nordöstlich der Stadt befindet sich das Grab des unbekannten Königs. Gehen Sie in das Grab hinein und suchen Sie den Schüler. Bringen Sie seine Schülernummer in Erfahrung. Das Objekt, nach dem Sie suchen müssen, liegt direkt am Eingang. Die Nummer steht auf diesem Objekt. Anfänger sollten von dort aus nicht weitergehen, sonst kommen Sie niemals lebend heraus. Ich gebe Ihnen erst einmal eine Karte. Im Grab des unbekannten Königs können Sie die Karte mit Select betrachten. Okay. Wenn Sie bei geöffneter Karte Dreieck drücken, können Sie direkt ins Freie entfliehen. Dafür sinkt aber Ihr Seed-Level. Okay, man kann ein Ordnungsgerät kaufen und Tipps und man kann mit ihm... Na, sprechen können wir machen. Achso. Ja, okay, er sagt nochmal nichts Neues. Ja. Das wissen wir ja schon. Na gut. So, also müssen wir hier jetzt erstmal raus aus der Stadt. Na gut. Hauen wir halt ab. Können wir auch. Denn wir müssen ja jetzt zum Grab des unbekannten Königs und eine Schülernummer finden. Das klingt aber übrigens ziemlich mies. Also er sagt, da ist ein Gabardia-Schüler. Der ist dorthin gegangen. Wir müssen seine Schülernummer holen. Obwohl der Kerl bis jetzt noch nicht wiedergefunden wurde. Das klingt doch so, als wenn der gestorben wäre und ich jetzt seine Schülernummer holen soll. Ist das nicht ein bisschen morbide? Also zumindest klingt es danach, oder? Hm. Nordöstlich, sagst du. Ist es denn einmal eingraviert? Nope, ist es nicht. Na gut, dann gehen wir einfach mal nach Nordosten. Wenn er es denn so will. Ich kann mal hier gucken, ob das hier in dem Berg drin ist. Nein, hätte ja sein können. Achso, vielleicht sollte ich dann doch meine Truppe wieder etwas ändern. Da fällt mir ein, ich tausche mal die Kopplung von Rinoa und Selfie, genau. Und jetzt natürlich Rinoa in die Truppe. Und sie ist sogar direkt auf dem Stand, das ist auch gut. Was hat sie denn gerade gekoppelt? Ich mache einmal optimal auf Magie, genau. Okay, wie ihr seht, Magie ist mittlerweile auf 88, das kann sich sehen lassen. Was wichtig ist halt hier immer, Element Angriff sollte man immer eher wegmachen. Ach, hier hat sich auch auf Beben geändert. Ach stimmt, das wollte ich ja auch nicht. Da war was. So, hier Folger raus, ganz wichtig. Und dann mache ich lieber hier Folger rein, genau. Bio, Schlaf und Schweigen, why not? Und hier bei dir auf Stärke, da hat sich nichts geändert. Und da ist die Blitzka drin, das wollen wir nicht. Okay. Dann mal auf zum Grab des unbekannten Königs. Ich muss euch nochmal gucken, habe ich Gegner 50% drin? Wenn nicht, soll ich das mal schleunigst tun. Weil dann kommen wir doch etwas besser voran, weil hier solche Gegner, ne? Die brauche ich ja nur einmal kurz angucken und die sind tot. Das ist dann unproduktiv meiner Meinung nach und das brauchen wir nicht. Aber ich glaube, die Ability müsste fälschlicherweise noch drin sein, von Laguna noch oder so. Obwohl, nee, nach Laguna waren wir immer noch unterwegs. Ich weiß es nicht mehr genau, Leute. Es ist schon ein bisschen her. So, nein. Xel war das, ja, stimmt ja.
Ah, genau. Warte mal, Stärke plus 20%. Na, gehen wir mal über einfach nur Stärke plus 40. Ja, das sollte reichen. Und Gegner 50%, genau. Auch wenn dazu kommt, ehrlich gesagt, dass ich definitiv Diabolos langsam mal was beibringen will. Und zwar, ihr könnt euch schon denken, was? Na, was wird sein? Was wird sein? Wisst ihr's? Natürlich wisst ihr's. Gegner 0%. Keine Zufallskämpfe mehr. Aber wir sehen schon, 50% wirkt auch schon. So, das Grab des unbekannten Königs. Schick hier. Erinnert mich irgendwie an Uncharted. So Maya und Inka und Aztekentempel. Levitas! Ha? Tja, die flüchten gerade. Nicht mein Problem. Protest gefunden. Protest kriegt mal... Scroll, warum nicht? Dann haben wir hier einen Speicherpunkt. Den werde ich meinetwegen ruhig nutzen. Ich kenne ja mich und meine Schusseligkeit. Dass ich wieder übertreibe und an einer Stelle unnötig sterbe, das, glaube ich, brauchen wir heute mal nicht. So. Dann gehen wir doch einfach mal in dieses Grab hinein. Also das hier ist noch der Eingang, deswegen gibt es auch die Karte noch nicht. Ich habe es gerade probiert. Willkommen im Grab des unbekannten Königs. Direkt am Eingang soll sich das befinden. Also, ihr seht ja, wir kommen wirklich von Süden. Und dementsprechend seht ihr ja ungefähr, wie das aufgebaut ist. Es ist eigentlich sehr easy aufgebaut. warte mal. Habe ich den Passcode schon verpasst? Nee, ich glaube nicht. Nee, da ist es ja schon. Ach, das Schwert. Schülernummer 87. Übrigens, es ist eine dreistellige Nummer, die er verlangt. Und deswegen heißt das an dieser Stelle 087. Ne? Logisch. Okay. 87. Merke ich mir das mal. 87, 87, 87. Okay. Hier sind sehr, sehr viele schwache Gegner, die nur wenig AP bringen. Von daher, ne? Schön aufpassen. Sie hat keine Stärkekopplung. Keine Stärkekopplung, so. Und es ist ganz simpel, einfach immer wieder rechts zu gehen. Dann geht man hier um die Ecke. Also es ist wirklich immer exakt gleich aufgebaut. Und es ist halt deswegen hier so, in Anführungsstrichen, schwer, weil man die ganzen Gänge halt auch komplett gleich aussehen, ne? Und man dadurch das Gefühl hat, ha? Ist das hier nicht irgendwie alles das Gleiche? Dadurch könnte man sich halt verirren, wenn man nicht mitzählt. Ich bin jetzt dreimal rechts gegangen. Und jetzt bin ich im Osten, in dieser Kammer drin. Ja, war doch eigentlich einfach, ne? So schwer ist es nicht. Dann gehen wir noch mal rein. Wer bist du denn? Ihr da, was macht ihr hier? Boss-Time! Ja, denn wir wagen uns einfach in diese Höhle und als Belohnung kriegen wir einen Kampf mit dem da. Der ist ganz schön riesig, oder? Es gibt folgendes Problem. Er ist vom Erdelement und heilt sich durchgehend selbst. Doch dagegen gibt es eine sehr simple Methode. Macht einmal Levitas auf ihn und das war's mit seinem Rumgefliege. Bei ihm kann man Shell, Protest, Tobsock und Engel. Engel vor allem sollten wir jetzt ganz, ganz oft ziehen. Denn das ist die erste Möglichkeit im ganzen Spiel, dass wir von einem Gegner Engel, also Leben, das Wiederbeleben, ziehen können. Und das sollten wir auch nutzen. Es lohnt sich. Engel mal 9, perfekt. Renoa halt. Es ist nervig, dass sie jetzt natürlich im kritischen Zustand ist, weil dadurch setzt sie sich jedes Mal immer erst wieder hin. Ihr seht ja, er macht wohl Schaden, aber ja, nichts, wovor man sich jetzt in der Hose machen müsste. Und ich glaube, hier werde ich wirklich bis zum Maximum Engel ziehen, weil es lohnt sich halt. Der Zauber ist enorm mächtig. Ich glaube, der kann mit HP extrem gut gekoppelt werden. Ach. So. Engel, Engel, Engel. Genau, 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 genau. Immer weiter so.
Ich weiß, das zieht sich jetzt einen Moment lang hin, aber muss auch mal sein. Ist halt so praktisch bei diesen Bosskämpfen, dass man sich hier mal ein bisschen gut tun kann an fantastischen Zaubern. Stellt euch das mal unter Stress vor, wenn ihr die ganze Zeit 100 Zauber oder 300 Zauber ziehen wollt und nebenbei hat der Gegner Instant-Death-Attacken. Das kommt später noch. Das ist eine ganz witzige Sache. Zumindest, wenn man sich vorher den Zauber nicht schon irgendwie anderweitig hergestellt hat, was man an der Stelle am besten getan hat. Und auch nicht sonderlich schwer ist. Generell muss man schon zugeben, Final Fantasy VIII ist, wenn man weiß, wie das System funktioniert, allein das mit dem, dass die Gegner weiterleveln, zusammen mit einem, wenn man davon Bescheid weiß, sich ein bisschen mit dem Kartenspiel beschäftigt und die ganzen Wandler-Abilities durchguckt. Oh, Levitas hat seine Wirkung verloren. Hast du überhaupt Levitas? Nein, du nicht, okay. Wenn man halt die Systeme kennt in dem Spiel, ist das Spiel wirklich einfach. Es gibt jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, es ist unglaublich schwer oder sonst irgendwas in der Art. Nichts dergleichen. Nö, nö. So, wir ziehen einfach mal weiter. Noch haben wir gar keinen Schaden an ihm gemacht, deswegen ist die Heilung jetzt nicht weiter störend. Ja, hau mal den Squall. Der kann's vertragen. Natürlich können die anderen das an sich von der HP-Zahl besser vertragen, aber, was soll's. Was kann ich euch währenddessen denn noch erzählen? Ja. Was ist denn euer persönlicher Lieblings-Final Fantasy-Teil? Frage ich doch mal das an der Stelle. Mein persönlicher Lieblingsteil ist nun mal dieser hier, Teil 8. Und das liegt ganz simpel daran, weil es halt der erste war, den ich bekommen hatte, den ich je gespielt habe von Final Fantasy. Damals günstig, Toys R Us, glaube ich, geschossen. Der lag da in der Gravelbox. Aber halt in der... Ah nee, Quatsch, nein, stimmt, ich habe später bei Toys R Us, habe ich in der Gravelbox Final Fantasy 7 gefunden, genau. Als ich mir Teil 8 gekauft hatte, wusste ich überhaupt nichts und gar nichts über Final Fantasy. Ich hatte keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Aber ich dachte, hätten geguckt, das Logo gefiel mir vorne, die Infos sahen toll aus, habe ich mir das gekauft und wow. Ja, damit war eigentlich mein Schicksal besiegelt, was Rollenspiele angeht. Auch wenn ich zugeben muss, dass das größte Spiel, das mich zum absoluten Rollenspieler gemacht hat, war definitiv Baldur's Gate. Das ist aber irgendwie auch kein Wunder. Wenn ihr jetzt Konsolenspieler seid, ist euch vielleicht kein Begriff, aber Baldur's Gate ist halt der Opa, die Legende der Rollenspiele, die damals übrigens Rollenspiele wieder aufs Parkett gebracht hat, weil damals waren Rollenspiele mehr oder weniger am Sterben gewesen. Das war eine ziemlich traurige Zeit. Und dann, dank Baldur's Gate, hatten die wieder eine Hochzeit, die bis heute so gesehen anhält. Ne? Rollenspiele sind immer noch eins der absolut beliebtesten und größten Genres. Natürlich, First-Person-Shooter haben die Massen der User an sich, aber wir sehen ja an Spielen wie Skyrim oder The Witcher 3, dass mittlerweile Rollenspiele absolut begehrt sind. Natürlich kommen da jetzt viele Leute und kaufen sich die Spiele nur, weil sie heutzutage auch toll aussehen und so weiter, aber naja, das ist den Rollenspielmachern auch bewusst und deswegen setzen sie da auch darauf und machen heutzutage halt mehr hübsche Spiele, setzen noch viel mehr Geld in die Präsentation hinein und so weiter und so fort. So, ich glaube, Rinoa und Squall sind fertig mit dem Ziehen. Xel wahrscheinlich noch nicht. Okay, dann machst du einmal Levitas bitte auf Secreto wieder, das nervt schon ein bisschen. Genau, er ist noch nicht fertig. Ich könnte ihr ihren Limit zeigen, aber ich will euch einmal den normalen Angriff von Rinoa zeigen. So. Jetzt schwebt er wieder. Müssen wir uns nicht mehr um diese doofe Heilung kümmern. So, zeige ich mal deinen Angriff. Genau. Sie schießt so eine Scheibe weg und bumm. Ist jetzt nicht der Knaller, ne? Das ist jetzt nicht so, als ob einem das Leben jetzt dadurch geändert wurde, aber... Jetzt wird der Limit nicht mehr kommen. So, geht doch. So, Angel. Ganz genau. Und je nachdem, was Angel alles schon so gelernt hat, wird das jetzt angewandt. Angel-Kanone. Und wie viel Schaden macht das so? 203. Naja. Da kann besser... Cell, ach stimmt, du musst immer noch ziehen. Du machst doch bitte nochmal einen Angriff, lieber Squall. 344 mit einem normalen Angriff, ne? Scheiß auf dein Limit, ehrlich. Also nicht böse gemeint, Rinoa, aber ist halt so.
So, Xell, was sagt deine Faust dazu? 392. Die sind ja stark. Natürlich sind die stark. Was denkst du denn? Denkst du, wir sind hier irgendwelche Pushovers? Nee. So, jetzt gibt's mal ein paar... Es gibt noch keine AP. Das kommt später. Rinderkacke, ihr werdet es bösen. Er haut ab. Er flüchtet einfach. So ein gemeiner Kerl. So, jetzt haben wir hier wieder einen Speicherpunkt. Den werde ich auch nutzen, nur zur Sicherheit. Und ich will mal was nachgucken. Ja, also die Person, die jetzt keine HP-Kopplung hat, sollte definitiv eine Körperkopplung haben. Aus dem einfachen Grund, dass bald sehr viel körperlicher Schaden auf uns niederprasselt und dieser Charakter sonst einfach sterben würde. So, was mache ich denn hier? Einmal die Truppe heilen. Ach, warte, ich kann nochmal ein Zelt benutzen, oder? Kostet mal eh nichts. Davon kaufe ich eh später noch so viele. So. Ich überschreibe hier die Spielstände eigentlich ziemlich wahllos, aber nicht weiter dramatisch. Das Wichtigste ist immer nur, dass ich nicht den Spielstand lösche oder überschreibe, mit dem ich hier quasi die Runde angefangen habe, weil falls es ein Problem mit der Aufnahme gibt, sei es zum Beispiel mein Computer stürzt ab, meine PlayStation stürzt ab oder sonst was, dann habe ich halt ein Problem. So, jetzt machen wir das gleiche wie vorhin, dreimal rechts. So simpel. Dann nochmal rechts. Dann hier wieder die Ecke rum. Nochmal rechts. Ja, ich weiß. Super spannend, nicht wahr? Und ich muss sagen, Gegner 50% funktioniert sowas von. Man merkt, ne? Passiert ja gar nichts irgendwie. So. Okay, jetzt sind wir in der nördlichen Kammer. Hier rechts gibt es irgendwo einen Schalter, den man irgendwie schlecht sieht. Genau, da. Jetzt haben wir nämlich die Eingangskammer, in der wir noch gar nicht drin waren, haben wir jetzt geflutet. Hat alles seinen Grund, brauchen wir für später. Levitas gefunden, welch Zufall. Man könnte fast denken, Levitas wäre nützlich hier. Ja, natürlich ist es das. So. Jetzt geht's wieder nach Norden. Also nee, eigentlich nach Süden. Denn, was ich cool finde für ein Labyrinth, es ist hier immer trotzdem so gedreht, je nachdem aus welcher Richtung ich gerade komme. Dadurch hat man keine Anhaltszeichen, wo man eigentlich ist. So, und jetzt müssen wir... Ta-ta-ta-ta! Wieder dreimal rechts. Ja, ich weiß, nicht sonderlich überraschend. Weil so betritt man einfach jede Kammer einzeln und übersieht nichts und verläuft sich auch nicht. An sich kann man sich hier doch schon easy verlaufen, wenn man nicht diese simple Regel einfach weitermacht. Gerade wenn man viele Zufallskämpfe hat, kann einen das natürlich zwischendurch mal verwirren, wenn man es vergessen hat einfach, wie weit man jetzt schon war. Aber wie gesagt, immer rechts halten. Jetzt kann ich gerade ausgehen. Genau, jetzt bin ich in der westlichen Kammer. So. Hier links können wir jetzt etwas drücki-drücki machen. Was für ein komisches Wort, Alex. Lass das. Ja. So, damit haben wir etwas runtergelassen. Nur was? Das erfahren wir später. Vitra! Was kriegt Squall mal, der es anscheinend sogar gekoppelt hat, obwohl er es nicht auf Maximum hat. Gott, oh Gott. So, ich gehe auf Nummer sicher. Speichern nochmal, weil jetzt kommt bald der wirkliche Bosskampf. Das war so gesehen nur das Intro zu dem Bosskampf. Aber wie gesagt, also der dürfte eigentlich ziemlich einfach zu machen sein. Doch, doch. Kriegen wir schnell hin. Achso, nein. Ach, falsch rum. Da habe ich mich gerade wirklich verwirren lassen. So. Und jetzt wieder dreimal rechts. Jetzt sollte ich wirklich mitzählen. So, das war einmal. Jetzt wieder noch einmal. So. Oh, hier hören meine Notizen auf. Ich bin ja ein cleverer Junge. Anscheinend dachte ich, ich komme erstmal nicht so weit. Naja,
Die Notizen mache ich bald wieder weiter. Warte mal, ich bin jetzt zweimal schon rechts gegangen. Rechts um die Ecke. Rechts um die Ecke. Jetzt muss ich ja... ja, jetzt muss ich eigentlich nur... Ah, endlich mein Zufallskampf. Es wird doch noch was. Wer hätte das gedacht? Das kommt jetzt überraschend. Ah, dich kenne ich doch schon aus den Karten. Bist du nicht ein Granatomp oder wie die heißen? Irgendwie so? Isamtsushi. Okay, komplett falsch. Egal. Machen wir doch mal Analyse, wollen wir erstmal gucken, wie viel HP der Gute hat. Und so, wie ich seinen Panzer betrachte, denke ich mal und gehe davon aus, dass der Kerl verdammt viel Körperwert hat. Isamtsushi. 1091 HP. Und Körper ist verdammt hoch, ja. Eingehüllt in einer harten Panzerhaut ist er resistent gegen physikalische Angriffe. Aufgrund des Körpergewichts ziemlich träge. Na gut, na gut. Also sind die Schläge von Xell wahrscheinlich selbst von Xell nicht so sonderlich praktisch. Oh, doch, selbst Xell kommt da locker durch. Warte mal, komme ich jetzt an seinem Körperwert vorbei? Oh ja, wie ich dran vorbeikomme. So, vergiftet ist er auch noch. Oh oh. Oh oh, schnell Karte, bevor er mir wegstirbt. Oh oh. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich schnell genug ihn kartiere, bevor er mir verreckt. Von daher Gas geben. Gas, 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 Gas. Verdammt nochmal. Ich habe schon weit über die Hälfte seiner HP abgezogen. Langsam müsste das mal funktionieren. Jedes Mal einmal vergiften. Das hält halt ziemlich lange. Na geht doch. Exzellent. So, wir haben eine Karte erhalten und mal sehen, ich tippe mal auf 3 AP. Und, liege ich richtig? 3 AP, ja. Habe ich ja gut eingeschätzt. So von der Schwierigkeit her, ne? Weil der bietet jetzt nichts Besonderes an Stärke oder so. Meine Notizen... Oh shit. Oh shit, jetzt habe ich mich vertan. Moment. Ich kam da raus. Rechts um die Ecke. Rechts um die Ecke. Jetzt bin ich links. Eigentlich hätte das nicht kommen dürfen. Warte mal, dann mache ich doch mal, wie es meine Notizen sagen, dreimal gerade, dreimal rechts. Also hier noch einmal. Dann müsste es jetzt eigentlich rausgehen. Richtig, okay. Gut, gut. Wir sind wieder raus. Das war auch mein Plan. Ich glaube, die Sachen, die ich jetzt hier in der Höhle getan habe, müssten auch eigentlich halten. Halt über längere Zeit hinweg. Jetzt brauche ich eigentlich nur geradeaus. Das war 087, genau, 087. Ah, jetzt geht's, okay. Genau, so macht's am meisten Sinn. So verirrt man sich definitiv nicht. Aber was hätte ich da eigentlich auch gerade gehen müssen? Ich bin verwirrt. Seltsam. Da muss ich wahrscheinlich vorhin außerdem geradeaus statt links gegangen sein. Ach, egal. Ich weiß schon, was ich tue jetzt. So, das sind Prinulas. Die haben Shell und sind, glaube ich, sehr gegen Zauber geschützt, glaube ich. Schauen wir mal nach. Das Analyse-Tool ist halt hier schon nützlich. Gerade allein schon nur, um rauszufinden, wie viel HP die Viecher haben, damit ich weiß, kann ich sie töten aus Versehen oder so. 318. Starke Abwehr gegen physikalische Angriffe, seine Schwachstellen variieren. Achso, genau, deine Elementabwehr ändert sich regelmäßig. So, ein Angriff ohne Trigger dürfte das Viech überleben. Oh, das dürfte es locker überleben. Okay. Kommt Xell da durch? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Okay, jetzt habe ich Schaden gemacht. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, wie wäre es denn mit Gravit auf Prinula? Teste ich das mal. Squall hat kein Gravit? Xell das Gravit? Habe ich nur einmal Gravit? Seltsam. Ich dachte, das haben mehr Leute. 73, wow. Na dann, hier, mach mal Feuer auf den zweiten. Mal gucken. Vielleicht bringt's was. Das sieht okay aus, okay.
dann auf den ersten auch nochmal Feuer und versuch mal den zweiten schon mal zu kartieren. Der dürfte jetzt bei der, naja, kurz vor der Hälfte deiner LP sein. Lebens, deine HP meine ich. Oh, 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 der stirbt bald. Den darf ich nicht mehr anpacken. Ah, perfekt. Genau richtig. Jetzt den anderen auch noch und wir sind fertig. Ich tippe mal, ein einzelner Prinula gibt 2 AP und das sind dann insgesamt 4 AP. Nein, ich habe hier nirgendwo das stehen. Ich habe hier das Lösungsbuch, aber das ist in meinem Tisch drunter. Deswegen, ich gucke gerade nicht rein, ich rate. Ich tippe, wir kriegen jetzt 4 AP. 2x2. Zwei. 6 AP, es gibt doch pro Ding 3 AP, wow. Dabei sind die ehrlich gesagt ziemlich einfach. Ziemlich einfach. Ich muss nur aufpassen, dass ich sie nicht kaputt haue. So, wir haben das hier geflutet und eine Brücke heruntergelassen. So, ich glaube, das Wasser war vor allem wichtig, damit hinten dieses Drehrad überhaupt funktionieren kann, um die Brücke runterzulassen und so weiter und so fort. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Sind alle geheilt? Vor allem Squall sollte... Na, egal, das reicht. Ihr seid schon wieder hier. Das letzte Mal war es nur die Aufwärmrunde. Diesmal ist auch mein Bruder hier. Jetzt könnt ihr noch fliehen. Der scheint richtig hot zu sein. Das sagt Xell. Hey, Bruderherz. Oha. Und da kommt's. Was ist hier, Kreso? What the fuck? Sein kleiner Bruder. Bruderherz, das sind Grabschänder. Sie wollten nicht auf mich hören. Ihr habt den Kreto geschlagen. Schwach scheint er ja nicht zu sein. Der Kleine? Dein Bruder? Bruderherz, sie verarschen uns. Menschen, wie töricht. Ich werde euch zeigen, dass das Äußere nichts aussagt. Boss time! This time for real. So, diesmal haben wir beide als Gegner. Oha. Wollen wir mal gucken, was bietet ihr diesmal an, ihr feigen Schweine? Engel wird schon wieder angeboten und hier gibt es Doppel, ganz oft, aber mittlerweile hat sich das meiner Meinung nach mit Doppel... Oh, das war nett. Das mit Doppel hat sich meiner Meinung nach erledigt. Weil Doppel ist zu diesem Zeitpunkt angesichts der Zauber, die ich alles so mittlerweile habe, nicht mehr so wichtig. Besser gesagt, wir können es komplett ignorieren. Levitas... Und nochmal, Levitas. Oh, also die teilen enormen körperlichen Schaden aus. Das kann man denen schon lassen. Xell, hast du Analyse? Ja, hast du. Guck mal doch mal auf den kleinen Minotaurus, was den so besonders macht. Oder ob wir überhaupt Infos kriegen. So, jetzt heilen die beiden sich nicht mehr. Das ist schon mal ein Anfang. Ja. Und. 2000 HP. Älterer Bruder von Secreto. Er ist zwar kleiner, doch viel stärker als sein kleiner Bruder. Schwach gegen Gift und Wind. Er ist ebenfalls eine Erd-GF. Oh, da wird hier schon gespoilert. Ja, es sind beides Guardian Forces. Von daher könnt ihr euch ja vorstellen, was das Ende des Kampfes so mit sich bringt. So, gegen Gift und gegen Wind bist du also allergisch. Aero habe ich leider nicht. Habe ich nicht Bio oder so? Bio. Machen wir das mal. Wenn er dagegen schwach ist. Shiva, Siren. Ich könnte euch mal Siren zeigen. Kommt, die kam bisher noch gar nicht zum Einsatz. Boah, 1500 Schaden. Ja, Rinoa hat halt einen hohen Magiewert, wie ihr gesehen habt. Und Bio, dagegen ist er noch schwach. Deswegen umso einfacher. Du machst auch mal Bio auf Secreto. Mal gucken, ob der dagegen schwach ist. Testen wir es mal, auch wenn sein... Zauberwert oder sein Magiewert viel geringer ist. 932, trotzdem schwach dagegen. Oh Mann. Ach, zu einfach. Viel zu einfach. Rasenmäher. Das klingt vielleicht. Arme Siren. Sirenengesang. Okay. Wollen wir nochmal gucken, was macht die? Achtet nicht auf mein Gedrücke hier unten. Achtet einfach auf die Animation, weil ich werde sie euch wahrscheinlich nur einmal groß zeigen. Oh, eine ziemlich dürftig bekleidete Sirene, wenn ihr mich fragt.
Oh, wenn ich hier auf meinem Arcade-Stick draufdrücken könnte, wäre das so viel schneller. Also, der Schaden ist minimal, wie ihr merkt, aber Siren hat einen Nachgeschmack, dass sie Gegner in Schweigen versetzt, wenn sie denn dagegen anfällig sind. Ihr seht schon, die beiden sind dagegen immun. Und sie levitieren nicht mehr. Okay, dann gib mal den Gnadenstoß dem Secreto. Und du, weißt was? Hau einfach Minotaurus auf die Klappe. Ja, ich glaube, das dürfte ihn locker... Jo, ja, ich glaube, der ist tot. Oder? Oder hat er mehr HP als sein Bruder? Als sein großer Bruder? Ich bin weg. Tja. Den haben wir fertig gemacht. So, darf Squall auch nochmal zuhauen. Komm. Alle dürfen mal. Reicht das? Wir haben verloren? Meine Helden! Nehmt uns bitte auf! Nehmt uns bitte auf? Na, dieser Bitte werden wir noch gerne Folge leisten. Ja, richtig gehört, ab jetzt haben wir zwei neue GF. Secreto-Karte, nice. 40 AP gab's, geil. Geil, geil, geil. Da bin ich auf einem guten, besseren Weg jetzt, um mal endlich an 0% Zufalls-Encounter zu kommen. Brothers, ja. Selbst im Deutschen heißen sie die Brothers, weil sie sind eine gemeinsame GF. Sind halt Bros, ne? Bros for Hoes. Ihr habt diese Brüder besiegt. Ihr seid wirklich tapfer. Endlich werde ich aus diesem kleinen Sarg befreit. In all den Jahren habe ich darüber nachgedacht, ob es nötig ist, jemanden in einem Sarg einzusperren, wenn er das Zeitliche segnet und seinen Körper verlässt. Und? Deine Antwort? Das war wahrscheinlich unnötig, oder? Und wir haben auch noch die Minotaurus-Karte erhalten. Ja, als ob die beiden GF nicht reichten, auch noch zwei Karten. So, Minotaurus und Secreto. 9999. Ja, ja, ihr seht schon. Gute Karten. Aber wartet mal, wir sollten dann auch mal checken. Wie weit bist du, Diabolos? Oh, nur noch 20 AP, perfekt. Und die Brothers. Was ich da lerne, muss ich nochmal nachgucken. Oh, HP plus 40%. HP-Kopplung, sehr geil. Was ich da genau lerne, werde ich mir jetzt mal Gedanken drüber machen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt aus dem Grab hinaus und Richtung Dilling City und dort sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde bis dahin ein paar Gedanken machen und ja, von daher, mein Name ist Alex, ich kam, ich sah, ich spielte.